Tja. Mann! Nein, das geht so nicht! Montagmorgen. Den 8.18 sauber machen. Sven hat ihn ja schon einmal gewaschen, aber jetzt mal von innen ein bisschen hübsch machen, aussaugen. Ein bisschen durch die Gegend fahren noch. Morgen. Ach, herrlich. Ja. Wir mal schauen, ne? Ein bisschen auspusten. Mal gucken, dass wir den mal ein bisschen frisch kriegen. So. Mein letztes Mal mit dem 818. Moinsen, heute ist Montag, es ist schon wieder Montag, der 13. Mai. Ich bin am Pakete packen und an dieser Stelle möchte ich mich vom Herzen entschuldigen, dass jetzt ein paar Pakete doch ein bisschen länger warten mussten. Ihr wisst ja, was hier los war, es war mega Stress und ich konnte es jetzt einfach nicht ändern. Ich hatte das immer im Kopf, aber es war halt einfach nicht die Möglichkeit. Jetzt bin ich dabei. Heute am Montag geht einiges raus, morgen sind wir noch einmal pflanzen und dann geht der Rest Mittwoch raus und dann sind wir wieder up to date. Also seid mir bitte nicht böse, ja, wir geben unser Bestes, wie immer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es tut mir leid, aber wir sind dran. Jens ist draußen dabei, macht den 818 nochmal eben Rest sauber, also aussaugen. Ausgeräumt und gewaschen hatte ich ihn ja schon und dann habe ich gesehen, dass vorne an den Felgen an einer Stelle auch noch ein bisschen Dreck ist. Dann geht Jens auch noch mal eben bei. Ich hatte den natürlich nicht vorgefahren, war der Meinung, das wäre sauber genug, aber ich habe das dann nach dem Wegstellen gesehen. Oh Scheiße, ne? Aber der ist quasi so gut wie fertig. Dann wird er irgendwann heute theoretisch abgeholt. Ich habe noch keine Meldung gekriegt, wann, aber ja, so soll es laufen. Judy, also ich gebe jetzt Gas hier mit dem Packen. Dann habe ich noch ein bisschen Büroarbeit nachzuarbeiten, ein bisschen mehr. Und so wird dieser Tag jetzt heute vergehen. Ina kommt auch gleich, presst dann die bestellten Klamotten noch fertig. Ja, und dann geht alles in Gang. Ne? Also, später.
Tja, das war dann wohl die schönste Zeit hier auf dem Hof. Bye bye. Das ist echt Verarschungswetter, ne? 26 Grad, hält's kaum aus und alles furztrocken. Ja, ich weiß, ist aber so. Ich kann es ja nicht ändern. Oh Mann, echt. Wir werden jetzt morgen nochmal Kartoffeln pflanzen, dass es da hinten da fertig ist. Dann sind wir theoretisch durch, es sei denn, wir müssen noch einmal den Einschlag, das hatte ich ja schon erzählt, nochmal nachpflanzen, das weiß ich noch nicht. Ja, es ist Nachmittag, ich habe alle Pakete geschafft, sind auch schon abgeholt. Und der 818, der soll eigentlich heute Nachmittag irgendwann abgeholt werden, die waren aber bis jetzt noch nicht hier. Also es ist auch mal ein bisschen Abwechslung für die Esel, ne, dass das auch mal so hier liegt. Naja. Schmeckt das vielleicht besser, keine Ahnung. Überall Blätter, ne? Ja. Ja, kommt, ne? Ja. Einmal zwei Zacken runter. So. Arrivederci! Büssing! Runde von Hoff. Ja. Weiter im Text. Das Hühnerzucht. Möchte ich cool dann. Wurscht. Dienstag, 14. Mai. Du bist auch so ein kleiner Braggelbüdel, ne? Abrissunternehmen Jens. Jens. Da, guck mal an. Guck mal da, was hier alles für. Das wird langsam richtig Licht hier. Ja. Wirklich feine Sache. Schön so Open Air. Ja. Aber jetzt erstmal Mittag, ne? Ist so, ist schon soweit. Ich fürchte ja. Ja, okay. Ich fürchte ja. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Jens haut die Bretter raus, ich hau die Nägel raus und dann haben wir nachher nochmal einen Test vor. Mal gucken, wie das, ob das klappt und wie das aussieht. Aber könnte ganz schicki werden, ne? Ja, jo. Bin gespannt. Ich auch. Wo kommt das noch her? Irgendwann werden die Menschen so viele Bretter mit Nägeln haben, dass sie sich alle gegenseitig töten. Simpsons, ne? Ja, warte, ich weiß. Ich glaube, das ist Simpsons. Ja, aber wir entfernen die Nägel, damit sich hier niemand töten muss. Ja.
kann man durchaus was mit anfangen, ne? Die alten Scheißbretter, wie die wieder aussehen können. Das legen wir uns auf Lager. Keine Ahnung, haben wir einen Kartentisch, den wir so vielleicht, meinte Jens, auch schon doppelt nehmen, dann, das sehen wir dann. Aber für Kleinkram zum Wegschmeißen irgendwie dann doch zu schade. Die haben ja auch Geschichte, die Bretter. Auch wenn es nichts Besonderes ist. Aber hier, Hobelspäne bis Meppen. Da hat auch nicht was rausgeholt. Morgen machen wir uns den Sauger mit dran. Das ist zu blöd. Ohne. Wir wollten es aber auch nur ausprobieren. Und aus Ausprobieren wurden dann doch ein paar Bretter. Aber wir haben, die müssen alle noch da hinten noch losmachen, Nägel rauskloppen und diese auch Nägel rauskloppen. Und dann können die da auch noch einmal durch morgen. Jo, so, wir haben es jetzt. 17:45 gleich. Normalerweise müsste der Luna jetzt irgendwann mal aufschlagen, dass wir dann endlich mal unsere 4 Hektar Kartoffeln noch in der Erde kriegen. Von späten Vormittag wurde Nachmittag wurde Abend. Oh. Irgendwas ist immer. Düngerwagen ist schon auf dem Feld. Kartoffelwagen sind dann 7:18. Von uns aus kann es losgehen. Jo, also Pflanzen soll losgehen. Ach, keine Ahnung, wie spät das ist. Kann gerade keine Uhr sehen. Bis 18 Uhr sein. Joris und Vater haben Bock, das fertig zu machen. Vater ist eben mit dem 7:18 los mit den Kartoffeln. Und Joris mit dem 7:24, da haben wir den 3 Meter Grubber noch dran, weil das Vorgewände auf der anderen Seite so extrem krass festgefahren ist, dass wir das noch einmal durchziehen müssen. Da. Ich hatte es ja, ich glaube, gestern schon angedeutet. Wir brauchen Regen. Sorry für den Wind. Mal eben gucken, wie viel hier noch fehlt. Moment. Also das sind hier noch irgendwo so bei 20 Meter im Schlag. Und dann Vorgewände. Andere Seite weiß ich jetzt nicht. Da muss, glaube ich, auch noch Vorgewände. Und dann vor den Fontane das Keilvorgewände. Das heute rein, dann morgen früh die 2 Hektar und dann wären wir theoretisch fertig. Oh, Pflanzer voll. Dann mal los. Wir müssen vorzeitig umziehen und das Feld räumen. Die Farngülle aus Grünland, verdammt. Scheiße. Irgendwo da vorne noch irgendwo, keine Ahnung wo, noch mal einmal wieder hochkippen. Nicht für alles nix. Das sind noch 26,8 Grad und dann Wind, ne? Das trocknet so krass alles ab. Oh, nochmal. So, da hat das Vorgewinde schon drin. Sehr schön. Da an der Seite anscheinend noch. Ganz viel kann es nicht mehr sein und dann da vorne halt der ganze Keil noch. Suchen.
Düngerwagen umsetzen zum letzten Schlag. Also ich muss schon sagen, an den Arbeitsplatz kann man sich wirklich gewöhnen. Also das ist einfach so. Ist schon schön. Muss aber auch für die Kohle. Ach, da fällt mir ein, da hatte einer kommentiert, der hätte einen schönen 724 gefunden, der wäre wohl bei Agrar heute gewesen. Auch Profi Plus Setting 2, Ausstattung weiß ich nicht. Aber viel mehr als hier dran geht ja kaum. 300 Stunden mehr und ganze Ecke mehr Geld. Also da bin ich ja erstmal zufrieden. Wäre der jetzt deutlich günstiger gewesen, wäre ich ein bisschen enttäuscht und angepisst, aber nein, alles gut. So, da ist er. Hier waren wir ja nur auch schon ein paar Mal zusammen, ne? Und jetzt ist es befahrbar. Vor 11 Vorgewende. Ja, guck dir mal das Flutlicht an. Das sind nur die Heckarbeitsscheinwerfer. Das ist geil. Herrlich, herrlich. Ja, 10 Minuten noch warten oder so und dann geht das ab nach Hause. Hat es mit dem Dünger gepasst. So. Auf den Fuß. Mal die Vorderscheinwerfer testen. Hier kommt ja nichts von vorne. Pass auf. Hier stuckelt es jetzt auch gleich wieder. Tada! Krass, echt. Hammermäßig. Mittwoch, 15. Mai, quasi fast 11 Uhr Zug mit einer Fastbrause. Chevy, jo. Hier, wir wollen mit der Fastbrause anstoßen darauf, dass wir mit den Kartoffeln fertig sind. Ohne Butterkuchen, aber mit Fastbrause. Ja, den zu tauschen. Jetzt brauchst du eine Brille zum Trinken? Ja. Ah, Prost. Prost.
bei den anderen ist noch was drin. Ja. So, Planschbecken. Und ihr wisst gar nicht wofür. Mir fällt gerade auf, ihr kennt die noch gar nicht. Die vier kleinen feigen Gänse. Also wir sperren die nachts immer ein. Die Tür lasse ich jetzt noch eben offen. Kommt nachher zu. Morgens, wenn wir aufmachen, warten sie einen kleinen Moment, dass sie sicher sind, dass wir weg sind. Und dann gehen sie spazieren. Und zwar gehen sie einmal im Kreis hier ihr Grundstück ab, Patrouille, und dann wird die vordere Tür geknabbert. Oh Mann, vielleicht kriegen sie irgendwann noch ein bisschen mehr Mut. So, Ponys noch Wasser. Und dann wollen wir gleich noch mal einmal die Eseltränke sauber machen. Du darfst sie auch noch mitmachen. Ja. Saufi, Saufi. Prost. Es ist Hochsommer, es ist unnormal. Unnormal. Ja. Ja, offensichtlich, ganz offensichtlich wurde hier schon gebadet. Und jetzt sind die Kollegen da hinten. Ich meine, jetzt sollen sie rein. Den ganzen Tag sollen sie gerne draußen sein. Jetzt sollen sie rein und jetzt sind sie da. ADW. Oh. Kollegas, komm ins Bett. Nee. Nicht durch den Zaun. Känguru wirft auch schon weg. Komm, geh nach Hause. Ja. Ist jetzt hier Feierabend, ne? Oh. Nee. Guck mal, Esel, die sind so genauso wie ihr. Genau dasselbe. Ihr wollt auch immer nicht nach Hause. Oh, nö. Was soll denn das? Habt ihr gerade gelacht? Hat hier jemand gelacht? Wir wollen in den Knast, aber die lassen uns nicht rein. Andere kommen nicht raus. Wir haben heute Donnerstag, 16. Mai. Wir haben hier Jens seinen Anhänger hinter. Door. Und da haben wir fürchterlich viel Schrott drauf, ja, richtig? Ein bisschen Elektrokram, ne? Ja. Also alles so aussortiert bei Jens zu Hause und bei uns zu Hause.
Und das wollen wir jetzt entsorgen. Aber die öffnen dummerweise erst in 20 Minuten. Also labern wir euch jetzt 20 Minuten voll. Nein, machen wir nicht. Nee. Also, bis gleich. Haben die Leute hier einfach keine Lust hier oder was? Nein, das geht so nicht. Das muss eine glatte Lage gemacht werden. Ich höre, es muss eine glatte Lage unten gemacht werden. Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Jens fährt Holz auf dem Holzwagen und ich bin auf dem Holzweg. Nein. Ich habe die Akkuleiner zusammengehängt. Die können jetzt unter den Schauer. Gott sei Dank. Den Düngerwagen hat Jens schon gewaschen heute Morgen. Der ist ja auch leer. Weiß gar nicht, ob er da gefilmt hat oder nicht. Auf jeden Fall ist der auch schon mal sauber. Den Zug, den hängen wir dann nächste Woche zusammen, einmal den zweiten Wagen waschen und dann muss ich noch mal einen Termin machen für einen TÜV, dass das dann zur Getreideernte alles schicki ist. Der hat schon mal Pfingsten. Donnerwetter. Pfingsten. Die Zeit, die rennt, Leute. Meine Güte. Ich spreche, wo du bleiben. Ja. Musst du noch Dünger da hinten fahren. Dünger? Die Woche ist zu Ende. Ja. Das Video ist zu Ende. Schon wieder so weit, ne? Und wenn das ihr seht, ist hoffentlich Pfingsten noch nicht zu Ende. Also wünschen wir euch frohe Pfingsten. Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr Spaß gehabt habt mit diesem Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche nach Pfingsten frisch, fromm, fröhlich, frei wieder. Genau. Ne? Kurze Woche. Genau, mit kaputt machen und alles. Ja. Weiter kaputt machen. Ja, weiter kaputt machen. Weiter kaputt machen. Wenn ihr Bock auf kaputt machen habt, schaltet wieder ein. Also, Dankeschön, reinhauen. Füssing! So. Ja. Prost Pfingsten. Prost Pfingsten.